Entschieden, wir fahren jetzt nach Meersburg irgendwie, wenn wir hier rauskommen und dort einen Parkplatz finden. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Vlogs laufe ich dauernd irgendwelche Berge hoch. Wir können aber nur ins Schwitzen. Fitness! Das muss aufhören. Hallo, zweimal Eintritt für die Burg Meersburg, bitte. Vielen Dank. Ist aber ganz schön teuer geworden. Das war echt mal, glaube ich, günstiger. Egal, das muss man mal gesehen haben. Jetzt schon auf den ersten Metern der Burg. Ich hoffe, man versteht mich, weil es so laut plätschert. Das ist ganz interessant. Da oben hängen noch uralte Ledereimer zum Feuerlöschen. Kanonen weiß ich nicht mehr. Das ist von irgendeinem Kreuzzug, glaube ich. Und hier ist einfach... Nicht, dass die Kreuzigung Jesu... Ich dachte, ich habe... Okay, ich hatte verstanden, dass sie es auf dem Kreuzzug dabei hatten. Nee, das sind Maria und Johannes der Täufer. Okay. Das ist die Kreuzigung Jesu. Ja, das ist mir bewusst. Aber ich dachte, die hätten es auf dem Kreuzzug dabei gehabt. Ich glaube mal eher nicht. Okay, dann eben nicht. Was ich ganz geil finde, einfach mal so zum Abschrecken, wenn man hier reinkommt, einfach so ein Bild von einer abgeschlagenen Hand. Der Burgfried. Gepackt mit irgendwas. Das hier ist ein gotisches Gemach. Aus, warte, da steht's. Das ist im 15. Jahrhundert. Ich habe keine Ahnung. Hier drüben ist schon ein Thema Renaissance. Das ist eigentlich, gefällt mir besser als dir. Ist doch schöner hier. Ja, was. Aber das ist wahrscheinlich genauso unpraktisch wie die bei uns im Wohnheim. Was uns ein bisschen wundert, sind diese Figuren hier oben. Die weiß nicht, sind ja im Prinzip Arschgeweihe. Guckt alles, die haben keine Beine, da kommt immer ein Geweih hinten raus. Die waren total geweihvernarrt. Natürlich sehr, sehr christlich geprägt hier, überall Kreuze, Jungfrauen und ist das zum Waschen oder zum Pinkeln? Angekommen. Das ist eigentlich mein Lieblingsding hier in der Burg. Ich war hier schon ein paar Mal. Und das ist im Prinzip, das ist die Spüle hier. Da geht einfach so eine Rutsche runter, raus. Fällt dann einfach die Mauer runter. Aber sonst einfach ganz viele mittelalterliche Krüge. Der Willi und ich waren ja auf dem Dielsberg, auf der Dielsburg heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Da war auch ein Brunnen, nur der hatte Wasser. Das ist jetzt, wobei jetzt inzwischen, ich glaube, da unten glänzt es auch ein bisschen. Aber früher war da einfach nur mega viel Schutt drin. Falls ihr das Video mit der Dielsburg nicht gesehen habt, müssen wir oben rein. Musik.
sind hier in der Waffenkammer von der Burg quasi. Hier hängen einige Rüstungen, Waffen sowieso. Und hier sind ein paar Schwerter gezeigt. Das ist hier drüben einmal die kleinen. Das waren so die Schwerter, die man mit einer Hand nehmen konnte. Aber hier drüben, und das finde ich ganz schön heftig, diese Zweihandschwerter. Groß, teilweise auch unformig, aber brutal schwer die waren. Kaum zu glauben, ganz abgesehen von diesen Rüstungen hier. Das muss ja der Horror gewesen sein. Hier drüben beginnt es dann langsam. Wir hatten vorhin schon ein paar Armbrüste gesehen, aber hier dann mit Musketen. Ich mache gerade ganz schön viele Aufnahmen mit der Kamera, so einfach so Close-Ups. Gefällt euch das? Soll ich das öfter machen? Ich probiere ja noch gerade ganz viel rum. Ich habe ja Angst. Aber schreibt es mal ruhig in die Kommentare, ob ich das mit der Kamera öfter machen soll. Also mit diesen Close-Ups. Wir sind jetzt am Ende vom Rundgang quasi in der Burg angekommen. Das ist hier der Ausgang, jetzt sind wir draußen. Ich hoffe, die Aufnahmen sind alle was geworden und wir wissen noch nicht so recht, was wir jetzt machen. Deswegen lasst euch, wie wir, überraschen. Ja, wie schnell das ging. Mal eben Elli rudern beigebracht. Naturtalent. Dann machen wir noch schwimmen. Und jetzt suchen wir uns noch irgendwas zu essen. Und genießen noch ein bisschen Überlingen. Die Uferpromenade. Wir genießen noch ein bisschen die Uferpromenade. Und den Sonnenuntergang mit dem Essen. So, jetzt, Vögel, seid still bitte.
jetzt, bevor das Licht gleich ganz verschwindet, denke ich, beende ich den Vlog für heute. Ich habe mal was Neues ausprobiert. Ich habe mal was Neues ausprobiert mit der kleinen Spielreflexkamera, einfach mal so ein paar Close-Ups aufzunehmen. Ich bin mal gespannt, wie es nachher aussieht. Könnt mir auch ruhig schreiben, wie es rüberkam, ob ich das öfter machen soll. Ja, ansonsten, irgendwie haben schon ein paar Leute gefragt, mit was ich das alles aufnehme. Das kann ich alles noch gar nicht so gut sagen, einfach weil ich noch mega viel rumprobiere. Ich mache das mal irgendwann, wenn ich da schlauer geworden bin, was eigentlich gut funktioniert. Wir beide finden noch irgendwie den Heimweg und gucken dann mal. Ansonsten war der Tag ganz schön geil, fand ich jetzt. Also ja. Vor allem Meersburg, richtig schöne Stadt. Morgen machen wir mal einen vlogfreien Tag, da genießen wir einfach mal so das Wetter hier am Bodensee. Gibt ja eh nichts groß Neues dazu. Und dann sehen wir uns bestimmt am Wochenende wieder. Holla die Waldfee, macht's gut.